So, dann ist es heute wohl soweit. Ja, Folge 14. Wir schließen uns tatsächlich einem Lager an. Auch wenn es nicht das Wunschlager ist. Aber, ne, Schritt für Schritt, wir machen das. Erstmal, wir müssen jetzt irgendwie uns irgendwo anschließen, dass wir krass sind und dass danach die Leute sich bei uns anschließen wollen. Ja, so, wir machen dann unser eigenes Lager. Hier ist Gomez. Ja? Verlass dich. Wenn jetzt diese kleine Kann schon sein. Bitch wiederkommt und sagt, Und you're not damit. allowed to talk with us. Alter, ich schwör's euch. Die eine fehlt ja, ne? Die wurde schon mal direkt War immer so der entsorgt. Schlaue. Willst du dich Gomez. nochmal mit mir anlegen? Hm? Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Hä, Junge, ihr habt doch nichts. Hä? Aber behalt's für dich, muss Willst du nicht dich sein. nochmal mit mir anlegen? Heißt das, ich bin dabei? Genau das heißt es. Du bist jetzt einer von uns, Kleiner. Alles Weitere wird Das ist dir doch Raven wirklich nicht erzählen. mein Problem. So, ja. Geil, Alter. Richtig geil. Das ist wirklich nicht mein Problem. F5. Jetzt ist es safe. Ich habe Mann, gespeichert. Wir verlass sind wieder dabei. jemanden und du Raven, bist was hast du zu sagen? Ich sicher. hoffe, du gibst mir jetzt Hallo, erstmal eine willst du Rüstung. dich nochmal mit mir anlegen? Was haben die alle? Ich habe nichts, Damit nichts gemacht. Gomez sagt, ich bin dabei. Gut, du kannst dich gleich Das bei deinem sind die ersten großen Herausforderungen. Auftrag bewähren. Wenn deine Verbindungen wirklich so gut sind, wie du sagst, solltest du keine Probleme damit haben. Neue Rüstung. Easy. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Was soll ich für dich erledigen? Wir stehen mit der Bruderschaft Warum in hat das lange Handelskontakt. ich damit nichts zu Das tun? bedeutet nicht, dass wir ihnen unbedingt vertrauen. Mach dich auf den Weg in den Sumpf. Wenn du dort im Lager bist, halte die Ohren auf. Alles, was du erfährst, kann für uns Das war nützlich nur über sein. was anderes Und je reden. mehr du erfährst, desto besser. Ich Das Ganze weiß. erfordert ein gewisses Man muss eben Feingefühl. aufpassen, was Du man weißt, wo was ich erfährt. meine. Bleib ruhig. Ich werde Ihren Zorn nicht heraufbeschwören. Ich Man muss wusste, eben dass du mich aufpassen, was man so verstehst. rum erzählt. Jetzt darf ich schon wieder in den Sumpf laufen, oder was? Ey, Mann! Ich halte mich da Wo lieber bekomme ich raus. bessere Ich habe Ausrüstung da her? meine Geh Erfahrung. zu Alles Diego. andere ist Er wird dir eine Rüstung geben. Damit wirst du nicht so schnell umgebracht und sie dient auch gleichzeitig als Ausweis. Das war Mit nicht deiner neuen besonders Rüstung schlau, solltest du aber. hier überall hinkommen, wo du hin musst. Und wenn du Waffen brauchst, geh zu Skip. Er ist in der großen Scheune, hinten links, auf dem Das Burgplatz. passiert mir nicht nochmal. Ich will einen Zwischenbericht Ich will einen abgeben. Zwischenbericht abgeben. Gut, ich bin gern Danach gut muss ich trotzdem informiert. Ich weiß noch nicht genau, was Sie vorhaben. Was belästigst du mich dann? Entschuldigung. Also, Lass ist das mich in Ruhe. jetzt. Raven, ich sag's dir, du wirst irgendwann noch leiden bei mir, Ja, Alter. wenn du meinst, ich meine, klar doch. Wie läuft es mit der Rüstung hier? Schattenkluft. Wieso soll ich zu Diego gehen? Ich halte mich da lieber raus. Ich habe da. Wieso soll ich zu Diego gehen und mich um eine Rüstung oder eine Rüstung nachfragen, wenn ich jetzt einfach plopp eine bekommen habe? Verlierst du Raven? Wir gehen auch noch mal kurz Niemals. zu Skip und schauen, ob der jetzt eine andere Waffe hat, weil wir jetzt irgendwie am Start sind. Wie Ist läuft das. dein Spiel nochmal? Man muss eben Ja, wissen, okay. was Ja, man tut. Bullet, ne, Leute, ich sag's nur, Bullet. Also hörst du doch gerade. Der Nicht hat so. auf jeden Fall noch, ne, da müssen wir noch mal hin. Skip, du warst der, ne? Kann ich jetzt irgendwie sagen, ja, ich bin dabei, Für aber. Gomez. An der Geschichte musst du Och, mitmachen. genau, für Gomez, ne? Ich könnte dir ein paar Sachen. Aber ich glaube nicht, dass der irgendwas Neues hat. Nee, der hat der. Nee, Letzte nee. Chance. Ich meine, wir konnten ja schon durch geschicktes Auswählen der Gesprächsoptionen mit ihm reden. Jetzt wurde mir noch ein Tipp gegeben, ich soll doch bei den ganzen Schmieden einfach mal gucken. Da kann man übelst dick abgrasen. Letztes Mal hat ja nicht so gut geklappt, weil kein Dietrich und so. Geil. Nice. Links, rechts, rechts. Links, rechts, links. Links. Rechts. Mann! Links, rechts, links, links, links. Rechts. Ja, Mann. Okay. So. Rohstahl.
sollen krasse Waffen sein. Kurzschwert. Leute. Sag mal, kannst du mal aufhören? Ich will hier gern eine Truhe. Ach egal, komm, wir gehen einfach ran. Links, rechts, links, links, fuck. Links, rechts, rechts, links. Jawoll. Okay, hier ist nicht so dicker Loot. Ist aber auch nicht so wild, weil wir haben halt eine 61 Damage Waffe. Nee. So. Mal kurz. Ich glaube, die können wir gar nicht ausrüsten, ne? Alter, der Wert. 1500. Wer hat sich das ausgedacht? Und dreimal. Wir können das Ding anziehen. Wir sind stark genug. 61 Schaden. 61, Leute. Warte mal. Auch wenn jetzt die Leute hier was dagegen haben werden. Ja, da wird bald gescheppert. Ich glaube, wir sind zwar eigentlich überhaupt nicht in der Lage. Überhaupt nicht. dieses Ding zu führen. Aber es knallt trotzdem. Mal schauen. Du hast doch erst... Wenn man zu Gomez gehört, einem was beigebracht. Bist du zwei? Für Gomez, willst du dich nochmal mit mir anlegen? Ich hab nichts gemacht, Leute. Ihr wart beim letzten Gameplay dabei. Ich hab danach die Aufnahme gestoppt und hab nichts mehr gemacht. Kannst du mir beibringen zu kämpfen? Ich unterrichte nur Gardisten. Bis Torus dich nicht zum Gardisten gemacht hat, musst du dir jemand anderen suchen. Gardisten? Achso, ich dachte, Hauptsache für Gomez. Bist du, ne? So, ich denke mal, wir können jetzt kurz zu Torus. Der wird sagen, hey, korrekt, du bist jetzt einer von uns. Noch? Für Gomez. Ja, ich gebe jetzt einfach mal 1000 Erzbrocken. Ich hab's geschafft. Jetzt bin ich Mitglied des Lagers. Herzlichen Glückwunsch, Kleiner. Ab jetzt hältst du dich am besten an Diego, zu Gomez oder Raven. Solltest du nur noch gehen, wenn du was wirklich Wichtiges zu sagen hast. Okay, ja, ist ja nicht so, als wäre Diego schon von Anfang an der Ansprechpartner schlechthin gewesen. Ach so. Da gibt's noch eine schwere Rüstung von. Ja, jetzt hat... Nein. Mach's gut. Warte, ich hol mir mal kurz einen Händler, verkauf da einen von den zwei Händlern und dann sind wir gleich wieder da, ja? So, Diego, jetzt hat... Ich habe ewig gehandelt, kurz auf das Spiel abgestürzt. Wer kennt's nicht, ne? ja, das Handeln war auch so. Na, da noch ein bisschen was und hier und dies und das. Ich bin jetzt nicht pur auf Geld gegangen, weil findet mal einen, der 750 Erz oder 740 Erz hat. Erstmal hier. Ja. Kann ich eine Rüstung haben, wie du sie trägst? Hast du das nötige Erz in der Tasche? Jawohl, habe ich. Ja, okay, gut. Mach's gut. Gut, okay, ja, das. Da war wohl keine Antwort nötig, ne? Also die hat 5 mehr gegen Feuer und 10 mehr gegen Waffen. Bullet, hörst du das? Bullet, hörst du das? Ja? Du bist bald dran. Autismus schlägt zu. Ja, ich hab mir jetzt halt auf jeden Fall noch, deswegen, wir gehen auch gleich wieder zurück. Wir gehen hier gleich wieder zurück, ja? Weil natürlich hat keiner irgendwie von den ganzen NPCs 740 Erz in der Tasche stecken. Da muss man ja gucken, wie man sich arrangiert, ne? Und ich hab jetzt halt, hier, ihr könnt mal kurz einen Blick reinwerfen. Ja. 43 Dietriche. Und die werden hier gegönnt. Ich hab nämlich eine Nachricht bekommen, ja? Also einen Kommentar von euch. Mal, noch bist du noch nicht dran, Bullet. Noch. Ich höre dich ja auch, dass du weil ich glauben kann, dass wir den mittlerweile, ne? Haben wir hier schon gelootet gehabt? Ja, ich glaube, hier sind wir durch gewesen, ne? Ja. Ihr habt mir einen Kommentar geschrieben, dass ich eventuell ja doch in den Keller komme. Finger weg! Okay. Von wem auch immer das gerade kam.
muss man erstmal. Erstmal muss man hier überhaupt klarkommen, was, wo es überall alles durchgeht, ey. So, hier hoch sieht falsch aus. Fug. Hier sieht falsch aus. Ich will jetzt halt hier nicht den Bullet in die Arme laufen. Ja. dass wenn ich irgendwie über den, also nicht über den richtig, über diese vordere Tür zum Keller reingehe, sondern andersrum. Jetzt meine Überlegung, ich weiß nicht, ob das hier richtig ist. Hier sind wir eh schon ungefähr auf Kellerniveau, ja? Vielleicht sogar ein bisschen tiefer, ich weiß gar nicht. Wir schauen einfach mal, dass wir hier jetzt irgendwie dahin kommen, ha? Also hätte ich jetzt gesagt. Die Sache ist, das hier könnte tatsächlich der Keller sein. Also so vom Ort her würde das, glaube ich, passen. Wenn wir jetzt da oben so ein bisschen tiefer ins Lager gehen, könnte man da jetzt, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, hier oben so runter. Ja, und wenn man das auch richtig seht, hier ganz oben entlang laufen, an der Decke so gesehen, wenn man außen noch ist, und dann könnte man hier reinkommen. Jetzt ist natürlich die Überlegung, ob man nicht einfach über hier. Ah ja, hier ist auch doppelt abgesperrt, das heißt Schlüssel benötigt. Mal gucken, ob hier. Also kein Scheiß, ne? Ich probiere jetzt mal was. Ist mir egal. Ich habe auch ein paar Tränke geholt, ne? Was man hat, das hat man. Ich mache das jetzt folgendermaßen. Wir probieren es einfach mal, ja? Weil du stehst hier so rum, Junge. An der Geschichte muss doch wohl was dran sein. Oh, der ist stark. Ich höre nicht mehr auf das Ich glaube, es hat keiner mitbekommen. Hast du einen Schlüssel? Ach komm, du hast keinen Schlüssel, Junge. Fuck! An der Geschichte muss doch was dran sein. Nee, Leute! Ich komme hier nicht durch! Ich verbrauche meine ganzen Dietriche. Hier. Scheiße! Das passiert mir nicht nochmal. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Wie machen wir das jetzt? Also das wäre jetzt halt so mein Gas gewesen, dass man hier unten irgendwie reinkommt. Weil einen Moment, Leute. Ich wollte eigentlich woanders hin. Ja, ich sag euch gleich wohin. Ich zeig's euch gleich, aber ich habe hier einen Schmied entdeckt. Und den habe ich, glaube ich, noch nie hier gesehen. Also weil ich für Gomez verpasst habe. Wie es aussieht, beherrschst du dein Handwerk? Bisher hat sich noch niemand beschwert. Aber das will ich auch keinem raten. Jeder Pisser hier braucht ein Schwert. Und das kriegen sie von mir. Ich hab eins. Wie lange brauchst du für eine Klinge? Kommt drauf an. Ein einfaches Schwert mache ich dir schneller, als deine müden Augen zuschauen können. Okay. Vorausgesetzt, du motivierst mich mit einer entsprechenden Bezahlung. So ein Spinner wie der Whistler muss aber meistens länger auf sein Schmuckstück warten. Wieso? Bezahlt er nicht gut? Doch, ganz im Gegenteil. Für sein letztes Schwert hat er 150 Erz locker gemacht. Irgendwie hat der Typ ein Faible für Ornamente und so ein Weiberkram. Und das hat natürlich seinen Preis. Hey, du bist ganz schön neugierig, Freundchen. Lol. Also das wäre jetzt eine andere Possibility, wie man die Quest, glaube ich, abschließen hätte können, ne? Na, Schmied, wie läuft das Geschäft? Was geht dich das an? Vielleicht habe ich einen Auftrag für dich. Ach ja? Was denn? Ich überleg's mir. Komm wieder, wenn du was brauchst und geh mir nicht auf die Nerven. Ich würde mich selbst gerne mal in deiner Schmiede versuchen. So, so. Aber glaub nur nicht, dass du tolle Klingen herstellen kannst. Was muss ich tun? Okay. Nimm den Rohstahl und halte ihn ins Schmiedefeuer. Dann musst du den glühenden Stahl am Amboss schmieden. Stecke dann die glühende Klinge dort drüben in den Wassereimer, um sie zu härten. Am Ende muss die abgekühlte Klinge noch am Schleifstein geschärft werden. Verstehe. Allerdings brauchst du dafür ein paar Sachen. Ich kann sie dir verkaufen. Der letzte Scheiß. Ich möchte Dinge fürs Schmieden kaufen. Rohstahl haben wir. Das haben wir, glaube ich, auch. Ich glaube, das haben wir alles. Okay. Also, warte mal. Wie war das jetzt halt? Man muss hier irgendwas glühen. So.
Und jetzt halt gehe ich in den Amboss, wenn du mich mal lässt. Hallo, Huno. Junge. Geh. So. Also, stopp, stopp. Mann, mach weiter. Ach, jetzt geht nicht mehr? Jetzt geht nicht mehr, okay. Jetzt muss ich da irgendwas in den Wassereimer stecken. Aha. War's das? Jetzt geht nicht mehr, okay. So, jetzt buddel doch lieber mal, anstatt irgendwie den ganzen Tag nur hier rumzuschleifen. Hallo. Hallo. Für Gomez. Ja. Nichts damit zu tun habe. Geh mal bitte weg. Nein! Moment. So, nachts ist hier frei. Ja, und nun? Wo ist mein Schwert jetzt? Ich kann jetzt halt auch irgendwie gar nicht herausfinden, was ich irgendwie gerade gecraftet habe, ne? Das ist halt lit. Mal ganz kurz. Wollen wir hier mal kurz in die Truhe gehen, weil allgemein bei den Schmieden ist ja doch ganz gut. Alter. Boah, das war Glück. Ja, das war auch wieder mal gut, Erz. So, weiter geht's zu meinem eigentlichen Plan, Leute. Fingers. Für Gomez. Da wollte ich hin, so. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Wir lernen jetzt halt Schlösser öffnen. Wieso? Uns bricht dieser Dietrich die ganze Zeit ab. Ich dachte am Anfang so, komm, weißt du, was doch egal, dann kaufst du halt einen Dietrich. Aber die sind echt teuer. So, also die brechen auch echt oft ab, deswegen sind die so teuer. Ja. Wie werde ich besser im Knacken von Schlössern? Das willst du gerne wissen, Ist für den Anfang nicht so schwer. Du musst vor allem darauf achten, dass dir dein Dietrich nicht abbricht. Schwör. Wenn du in Zukunft mit weniger Gewalt an die Sache rangehst, wirst du merken, dass du weniger Dietriche verbrauchst. Okay, Schlösser öffnen 2 hat schon 20 Lernpunkte. Das ist doch ein bisschen teuer. Ne? Also Lernpunkt teuer. Aber ich glaube, die Stufe 1 tut uns schon mal ganz gut. Weißt du, da sind wir halt schon mal nicht der komplette Bauer, sondern nur so ein bisschen Bauer. Ja? Wir versuchen jetzt die Burg weiter zu looten, weil ich glaube, dass du noch gut schätze. Ja? Und die will ich. Die will ich. Okay, also wir sind jetzt hier bei Gomez selbst drin. Also im ersten Stock. Fuck, okay. Rechts, links, 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 rechts. Okay, scheiße. Rechts, links, 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 links. Bruder, was zum links? Digga, was ist das für eine Truhe, Alter? Rechts, links, 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 rechts. Oh fuck, was habe ich jetzt gedrückt gehabt? Rechts? Ja, Alter, diese Kombo. Besteck, juckt. Schutz vor Waffen 15. Oh, holy, wait a minute. Ich meine, unsere Rüstung hat 40. Für den ganzen Körper, ja? Was hat denn das hier? Schutz vor Waffen 5. Ja, dann können wir jetzt ja wohl die Quest abgeben, oder? Ich weiß zwar nicht, wo genau jetzt nochmal, aber wir können die abgeben, die Quest. Weil jetzt haben wir, Alter, Harnisch-Amulett. Das war gut. Das war sehr gut. Ne? Ich glaube, dann spare ich mir nämlich die ganze Burg. Aber Gomez Haus scheint dann doch nochmal was anderes zu sein. Also rechts, links, 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 rechts. Rechts. Oh, das ist die gleiche Truhe. Lol, das ist halt genau der gleiche Loot. Aber ich sag's mal so, das Zeug ist halt verdammt viel wert, ne? Also, ich würde fast sagen, das ist der nächste Weg, rich zu werden. So, rechts, links, 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 rechts, rechts. Easy. Und wer hätte gedacht, genau der gleiche Loot. Ist das beabsichtigt, dass man da dreimal die gleiche Truhe, gleiche Kombi und gleichen Loot reinpackt?
Hey, was schaust du so? Ich habe nichts gemacht. Alles cool? Hier ist schon offen. Habe ich da schon... War ich da schon drin oder wie? Raven? Passt bei dir alles? Hallo! Hallo! Verlass dich auf jemanden und du bist... Ich weiß zwar nicht, weshalb du hier oben an einem Tisch rumrennst, aber... Ja, jeder hat halt so seine Hobbys, ne? Raven, dann lass ich dich mal damit alleine. Ich will jetzt auch nichts looten, wenn der da in dem Zimmer rumschwört. Darf ich hier rein? Oder geben die mir auf den Sack? Wir machen hier mal zu, ne? Man darf auch nicht alles glauben. Die sehen mich einfach. Bis gleich. Ja, da sind wir ja wieder. Die sehen mich da, das wollte ich eigentlich noch sagen. Die sehen mich da einfach in so ein Haus laufen. Ich gehe so durch die Tür, schau nochmal so raus, so, jo. Und mach so die Tür zu. Weg ist er. Und gleich das ganze Zeug hier auch noch mit, ey. Oh, links, rechts. Nein, links, links. Links, links. Okay. Links, 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 rechts. Links, 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 rechts, links. Links. Ach, kommt. Links, 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 links. Rechts. Links, rechts. Oh, scheiße. Links, jawohl. Da ist wieder ein Amulett. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier eigentlich wirklich ein Grund ist, sich zu freuen. Aber also für mich ist es halt richtig dicker Loot. Für mich ist das richtig dicker Loot. 15 Waffen plus 15 Pfeile. Hätten wir das davor gemacht, wären uns wahrscheinlich alle Dietrich abgebrochen. Ja, das stimmt auch. Oh, hier ist abgesperrt. Mal gespeichert. Aber, ja, das ist ja, das ersetzt quasi eine ganze Rüstung. Links. Links, links, fuck. Rechts, links, 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 rechts, links. Oh, ein Gang. Ja, links, rechts, links, links, rechts, links, 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 fuck. Links, rechts, links, links. Ich bin doch dumm. Ich bin doch dumm. Ja, links, rechts. Rechts jetzt hat. So, kurz speichern. Also hier sind wir schon echt deep irgendwo drin. Hier ist eine Tür, hier geht's in den Turm hoch. Hier sind drei Truhen. Holy shit, also die Burg ist halt voll. Wisst ihr, bevor ich jetzt euch die ganze sage, links, rechts, links, 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 rechts. Ich loote das hier kurz durch, ja? Erz. 500. Jetzt sind hier Münzen. I don't know, was man damit macht. Die sind nichts wert, aber die werden mitgenommen. Oh, shit. Ja, Mann. Oh, Schutz vor Feuer. Feuer, Pfeilen. Alter, richtig viel Kraut am Start. Holy shit. Holy shit. Ja, hier ein bisschen Zähne. 13 Hörner mit Wert 500. Krallen. Besteck. Alter, scheiße. Wir sind rich. Wir sind rich, wir brauchen kein Geld mehr. Also doch, aber wir brauchen keine Sachen mehr. Was? 9000 Münzen, Bruder. Scheiße. Ah, kurzen Moment.
Endlich, Alter. What the fuck? Könnt ihr mir bitte mal schreiben, wofür diese Münzen eigentlich gut sind? Weil die haben halt keinen Wert. Also wenn eine Münze ein Erz wert wäre, das wäre... ja, dann wäre es halt jetzt schon over, das Spiel eigentlich. Zumindest geldtechnisch. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Das wäre zu viel. Ja gut, ich würde den Loot-Film jetzt mal eben pausieren. Also wir sind diese Folge damn rich geworden. Damn rich, ja. Wir machen jetzt noch ein bisschen kleineres, ja, weil es, glaube ich, meiner Meinung nach macht es keinen Sinn, jetzt irgendwie nochmal groß was zu starten, von wegen jetzt hat Sumpf zurückzugehen und dort irgendwie was herauszufinden fürs alte Lager. Deswegen habe ich mir überlegt, wir gehen jetzt kurz zu Sly und geben einfach die Quest ab. Es geht. Ich habe Neck gefunden. Gut, hast du dafür Beweise? Ja. Ich habe ein Amulett bei ihm gefunden. Hier. Genau um dieses Amulett ging es mir. Du bist ein schlauer Junge. Das zieht er selbst an. Du hättest auf die Idee kommen können, das Amulett zu behalten, aber du hast die richtige Entscheidung getroffen. Ja, war jetzt was Kleines. 250 Erfahrungen nehmen wir trotzdem. Wir brauchen das Amulett nicht mehr. Nee, passt soweit. So, warte mal, was war denn hier noch in den Kommentaren gestanden? Ach ja, Bloodwind hat mich gerade angesprochen, der will immer noch Schutzgeld, ja? Der Spaßvogel, der will immer noch Schutzgeld. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn wir wirklich dann Gardist werden. Ja, also auch Bullet und so, ne, solche Menschen, was die dann machen. Jetzt hat hier Wasserweg, da soll es eine Höhle geben. Ich bilde mir ein, ich war eigentlich schon dort, Habe ich da was irgendwie falsch abgespeichert? Wir laufen jetzt einfach mal hier entlang. Einen Moment, ich schaue noch mal kurz auf die Kommentare. Okay, ich glaube, das mit der Höhle war tatsächlich das Einzige, was noch da war. Also ja, wir haben... Oh. Erstmal kurz die Waldbeere. Das ist wichtig, das ist sehr wichtig. Wir haben noch ein Abenteuer zum Strand vor. Na? Easy. Wir haben noch ein kleines Abenteuer zum Strand vor, aber das ist auch wieder so eine Sache, wo ich sagen würde, nicht diese Folge, da rentiert sich nicht irgendwas jetzt fett zu starten. Machen wir aber alles noch. Also wie gesagt, ich meine, ich kenne ja den Teil 3 von Gothic und ich weiß, wie das Spiel läuft. Und grundsätzlich bei Piranha Bytes Spielen macht es Spaß, erkunden zu gehen. Ich kann es hier noch nicht ganz so sagen, tatsächlich, weil die Sachen, die ich bisher gefunden habe, waren nicht so special, teilweise halt auch irgendwie einfach ohne Truhen. Sogar bin ich schon vorbei an dieser Höhle oder wie schaut's aus? Ich gehe mal da hinten lang. Deswegen, es hält sich hier noch in Grenzen, was ich halt dann wiederum nicht verstehe. Ich meine, ich sag nichts dagegen, ja. Was ich aber einfach nicht verstehe ist, wieso unterwegs nicht so viele Truhen sind und so viele Geheimnisse. Zumindest bisheriger Stand, ja. Aber dann in der Burg 5 Räume direkt hintereinander mit jeweils vier Truhen. Also wisst ihr, wie ich meine? Also man geht halt da von Raum zu Raum, die liegen ein paar Zentimeter nebeneinander und die sind dann gestopft voll mit Truhen. So. Und man hat halt, wenn man unterwegs ist, nicht irgendwie mal so eine Truhe. Ich meine, bei Gothic gab es da, keine Ahnung, irgendwie ein Schwert und ein Schild auf dem Boden und dann waren da noch so ein bisschen Trank und ein paar Münzen. Nicht viel, aber so, dass man sieht, ah, hier liegt was. Nice, dass ich vorbeigekommen bin. Das habe ich jetzt hier noch nicht so erlebt. Wobei ich mir aber durchaus vorstellen kann, dass hier, wo rennst du hin? Dass es hier solche Stellen gibt. Also kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, man muss natürlich auch an der Stelle sagen, so viel unterwegs waren wir noch nicht. So viel gesucht haben wir auch noch nicht. Lurkies, Alter. Also wenn ich jetzt nicht... Oh, was ist denn mit dir, du Drecksblutfliege? So, Ruhe ist jetzt. Die Lurkies, Alter, die machen wir jetzt, glaube ich, ziemlich easy lang. Easy. Ja, jetzt, ich glaube, die Waffe... Und auch die Rüstung natürlich, ganz klar, aber halt, man sieht es halt am besten bisher am Schaden. Die war der komplette Peak. Also da haben wir echt übelst Peak bekommen. Nein.
Nein, nein. Okay, ich dachte, wir haben gerade den ersten Hit keinen Schaden gemacht, glaube ich, tatsächlich, ne? Ne, die hat uns schon gut stärker gemacht. Ist ein bisschen komisch, to be honest, weil wir legen jetzt schon gut Viecher. Und wir haben jetzt, also wir sind Stufe 1, wir sind ja Schatten, ne? Und es gibt ja dann noch Gardist und Magier, zumindest jetzt in dem alten Lager. Und da frage ich mich, was für Viecher kommen müssen, die dann trotzdem noch eine Herausforderung sind, wenn man irgendwie Gardist oder Magier ist. Also da muss man ja dann übelst OP-Zeug haben. Schaut hin! Wir one-hitten Varane. Wir one-hitten sie einfach. Easy. Und wir haben auch noch nicht mal zwei Hände oder sowas gelernt. So, ich halte tatsächlich immer noch Ausschau nach... Ich meine, ja klar, wir klatschen ein paar Viecher noch weg. Aber... Wo ist diese Höhle? Also ich meine, wenn ich es jetzt nicht bald finde, muss ich auch hier langsam Schluss machen. Weil, also ich für meinen Teil habe jetzt halt schon fast 1,5 Stunden aufgenommen. Ich weiß natürlich nicht, wie lang das Video wird. Aber ich habe halt... Hey, lass mich doch erstmal ankommen, Mensch. So. Ich will halt aber irgendwie auch keine 1,5 Stunden Folge hochladen. Was? Snapper? Ach lol, schau mal her. Hallo. Okay, die sind ein bisschen schwerer. Also zumindest über EP und Schaden und Defense dargestellt. Ah, ich würde sagen, sind auch nicht so die Brecher hier. Was ich mir vorstellen kann, was übel ist, ist ein Schattenläufer. Und oh, stimmt, das müssen wir, jetzt können wir es auch machen. Jetzt kommen gerade die ganzen Sachen irgendwie so zusammen in meinem Kopf. In der alten Mine, da waren wir doch damals viel zu schwach für die Minecrawler. Und ich bilde mir ein, jetzt sollten wir da auf jeden Fall eine gute Chance haben gegen die. Wir müssen konzentrieren. Uiuiui, das war knapp. Das war knapp, okay. Mal speichern. Ich nehme auch mal ein Tränkchen. Wir haben ja in der Burg, ich meine, ich habe das ja, soweit ich jetzt sagen kann, schon. Oha, der ist für maximale Lebensenergie. Oha. Leute, sagt mir mal, ich kenne es nämlich, glaube ich noch, von den anderen, also vom anderen Gothic-Teil. Die kann man jetzt alle drei schlürfen. Scheiß auf den Wert. Die maximale Lebensenergie ist mir echt mehr wert. Die könnte ich jetzt alle drei schlürfen und hätte 30 Lebensenergie mehr. Ich weiß aber... Ja, ich glaube, wenn man... lasst mich lügen. Da kennt ihr euch bestimmt dann besser aus als ich. Wenn man mit alternativen Balancing oder sowas gearbeitet hat, dann war das so, dass die Skills irgendwann, wenn sie höher geskillt waren, teurer waren. Und ich glaube, dass... wurde, weil es ja nur über das alternative Balancing lief, aus dem 1er übernommen oder aus dem 2er. Ich bin mir nicht sicher. Kann auch sein, dass ich gerade vollkommen einen Scheiß laber, ja? Ich habe nur da irgendwas in der Richtung im Kopf. Das sind hier viele Viecher. Macht das an der Stelle Sinn? Junge, ich laufe hier einfach durch und klatsch das Zeug weg. Es ist halt... Ey. Es ist halt easy. Macht es an der Stelle Sinn, zu warten mit den Tränken und erstmal zu skillen, bis es teurer wird? Weil ich glaube, damit ihr jetzt auch versteht, was ich meine, man lernt 5 Stärkepunkte für 5 Lernpunkte. Ja? Und ab 50 kommt dann so ein Softcap, sage ich mal, dazu. Und da braucht man dann 10 Lernpunkte für 5 Stärke. Ich weiß nicht, ob es noch weitergeht, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und... ist das bei Leben auch so? Ist das überhaupt in dem Game so? Weil dann, wenn das nicht so ist, dann würde ich mir halt einfach die 30 Lebenspunkte dazu gönnen, ne? Ich meine, so sind die ja einfach nur im Inventar und machen nichts. Dann würde ich so weit lernen, dass es keine 5 Lernpunkte mehr kostet, das Leben. Und würde danach einfach die Tränke schlürfen, damit wir dauerhaft Leben dazu bekommen. Oder hey... Oh, da kommt noch eine. Na komm, Schnuggi. Schön.
schönes Ding. Schönes Ding, Harry. Ja. Ja, man hat vielleicht gemerkt, so auch übers Reden, ich bin jetzt ein bisschen weggekommen vom Wasserweg, habe keine Höhle gefunden. Wir schauen es jetzt bestimmt nochmal an. Aber wahrscheinlich laufe ich nicht nochmal den gleichen Weg. Ich dachte mir, okay, dann laufe ich jetzt einfach mal hier in die Richtung. Scheint auch fein zu sein. Hier sind echt verdammt viele Viecher. Wir müssten eigentlich auch langsam mal wieder ein Level aufsteigen. Ganz kurz. Okay, 1120. Und wir haben 11 Lernpunkte, was nicht allzu viel ist tatsächlich. Ja, jetzt sind wir hinten. Hinter dem alten Lager. Oh, ja, nee, also. Ich glaube tatsächlich, dass die Folge hier auch langsam mal vorbei ist. Wir haben jetzt schon mal eine kleine Erkundung gestartet. Ich habe nichts Großartiges entdeckt, außer irgendwie Trilliarden von Viechern und Mobs. Und die Erkenntnis haben wir gewonnen, dass wir mittlerweile echt OP rumlaufen. Mal schauen, wie es dann nächste Folge regelt. Könnte sein, dass da was dazwischen kommt. Da würde ich euch aber noch auf jeden Fall noch informieren. Ne? Ja, Leute, mit dem schönen Ausblick aufs alte Lager würde ich mich auch dann aus dieser Folge hier verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn noch irgendwas ist, Kommentare, ja, gerne rein. Auch das mit dem Wasserweg nochmal, das ist jetzt ja nicht so gut gelaufen. Ne? Habe ich jetzt die Höhle nicht gefunden. Ja, und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.